Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein Unboxing von einem Adventskalender. Und zwar ist das der von Rossmann, der DIY-Adventskalender. Den hatte ich letztes Jahr und ich fand den sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal gekauft und hoffe, er ist wieder so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob der letztes Jahr auch so teuer war. Also kann absolut sein, aber ich meine, der hat jetzt um die 40 Euro gekostet. Ich blende es euch wie immer ein. Ja, ich hoffe, er ist sein Geld wert. Also das auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Letztes Jahr fand ich den sehr, sehr gut. Ich hoffe, dieses Jahr enttäuscht er mich nicht. Da es sich hierbei ja um einen DIY-Adventskalender handelt, findet ihr hier erstmal Tütchen, wo ihr das Ganze reinpacken könntet. Das werde ich jetzt natürlich nicht machen, aber kann man natürlich immer gerne für nächstes Jahr dann zum Beispiel verwenden. Und dann habt ihr hier noch die Aufkleberbögen, wo die Zahlen draufstehen. Von 1 bis 24. Das heißt, ihr könnt euch das wirklich selber gestalten. Ihr könnt selber aussuchen, wann welches Produkt kommt, euch vielleicht was dabei denken oder vielleicht auch eins austauschen oder. Genau, das ist auf jeden Fall als allererstes mit dabei. Und dann ziehe ich mir jetzt einfach mal Produkte raus, weil wie gesagt, die sind jetzt nicht nummeriert. Ich nehme einfach mal, was ich gerade so in die Finger kriege. Und das erste Produkt sind Pflaster. White Stripes Pflaster Classic Sensitive, hautfreundlich und atmungsaktiv. Und die sehen richtig cool aus. Ich feiere das. Also, die sind halt einfach bunt und mit einem Karo-Muster, mit so einem orientalischen Muster, mit Blumen drauf und. Finde ich super cool, solche lustigen Pflaster mal zu haben, weil warum nicht? Ganz ehrlich, also ich würde das tragen, mich juckt das nicht. Oder wenn man dann halt Kinder hat oder so, auch wenn es jetzt nicht die typischen Kinderaufdrucke sind, aber warum nicht? Ich denke, da freut sich auch ein Kind drüber über so ein paar bunte. Die werde ich auf jeden Fall behalten, das finde ich sehr gut. Das sind 20 Stück, da steht drauf extra weich und flexibel und Pflaster in 4 Größen. Finde ich schon gut. Und ist halt auch mal was ganz anderes. Und das finde ich halt irgendwie cool an diesem Adventskalender, dass wirklich die Bandbreite sehr groß ist. Dann habe ich hier von Glisscore, also Schwarzkopf Gliss, so, Night Elixir, Reparatur über Nacht, Ultimate Repair, sehr geschädigtes Haar. So sieht das aus, das ist also eine Pflege, die gebt ihr euch abends in die Haare und dann soll die über Nacht pflegen. Ich habe diese, ich weiß nicht, ob diese Variante, ich glaube, die mit einem blauen Aufdruck gibt es ja auch noch, habe ich hier und verwende ich, um ehrlich zu sein, so selten, weil ich irgendwie nicht immer dran denke, das in meine Haare zu schmieren. Und ich das eigentlich auch nur in meine Haare schmieren will, wenn sie nicht gerade komplett frisch gewaschen sind, weil ich Angst habe, dass damit was passiert. Ich habe es noch nicht getestet, wie es dann ist, wenn ich sie wirklich frisch gewaschen hätte. Aber ich nutze es selten, muss ich sagen. Deswegen, ich brauche das auf jeden Fall nicht. Das werde ich auch mal entweder weitergeben oder verlosen oder. Aber an sich ist das natürlich ein gutes Produkt. Das hat seinen Wert. Das ist gut schwer, kommt halt in so einem Glasflasche, sag ich mal. Und ja, schlecht finde ich es nicht. Ich denke, da freuen sich viele drüber. Dann habe ich hier von John & Len oder Jean & Len ohne Gedöns Melting Moisture Body Treatment Kardamom Tonka. Oh, das hört sich sehr lecker an. Das wird bestimmt gut riechen. Ist hier nur so ein bisschen was Kleines, aber so zum Austesten finde ich das gut. Das sind 50 Milliliter. Und ja, was für den Körper zum Pflegen. Warum nicht? Ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn es noch ein bisschen größer gewesen wäre, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und die... Boah, riecht das mega. Das ist nämlich hier schon offen. Boah, okay, ich muss mir wirklich Sachen davon angucken, glaube ich, auch solche Bodycreams, weil das riecht Hammer. Es riecht richtig gut und intensiv. Ich hoffe natürlich auch, dass es pflegt, weil sonst macht es auch nicht so viel Sinn, aber das riecht richtig gut. Das wird auf jeden Fall behalten und finde ich auch richtig toll. Dann haben wir etwas, was ich nicht ganz so feiere, aber vielleicht andere. Nutri-Dual Organic Goldene Milch. Ayurvedische Gewürzmischung, Ayurvedic Spice Mix, genau. Vegan. Also so sieht das aus, das könnt ihr... Entweder komplett einfach nur anrühren mit Milch, steht hier. Gut für Rühren und Erhitzen. Genau, da sind, glaube ich, ich weiß gerade, sehe es gerade gar nicht. Ach, Kurkuma, ja, Kokosblütenzucker, Zimt, Ingwer, Ashwagandha, roter Pfeffer, sowas ist hier drin. Soll sehr, sehr gesund sein, aber ich glaube, das ist einfach nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber vielleicht probiere ich es auch mal, ich weiß es nicht. Feiere ich nicht so, aber bestimmt andere Leute. Als nächstes habe ich hier eine Peel-Off-Maske von Selfie Project Cleansing and Balancing. Shine Like an Angel. Ich finde erstmal, es sieht sehr süß aus. Und das sind ja immer diese Masken, die hier so ein bisschen besonders aussehen mit so Glitzer. Brauche ich jetzt nicht, weil, ja, keine Ahnung, ich muss nicht so Glitzerpartikel im Gesicht haben. Ja,
weiß ich nicht. Also ich mag auch keine Peel-Off-Masken. Ich denke, das werde ich mal weitergeben. Vielleicht ins Trashy oder so, aber für mich ist das auf jeden Fall nichts. Aber an sich, Masken finde ich mal gut. So, bei einer ähnlichen Kategorie bleiben wir auch bei Shavens Gold Hydrogel Augenpads. Genau, für anspruchsvolle Haut, Anti-Aging-Effekt. So sieht das Ganze aus, da freue ich mich natürlich sehr drüber. Augenpatches finde ich immer gut. Und werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Freue ich mich, Shavens ist auch eine tolle Marke. Dann kommen wir wieder zum nächsten Produkt, und zwar von Bellody. 4 Haargummis. Ich meine, die waren letztes Jahr auch drin, weil ich weiß, dass ich die noch entweder noch habe zum Verschenken oder schon in eine Verlosung gepackt habe irgendwo. Hier seht ihr die Farbe. Die sind hier so roséfarben, so ein Alt-Rosé. Ist ganz nett, aber ich habe genug Haargummis und ich benutze lieber Scrunchies. Ja, ist okay, denke ich, aber letztes Jahr war die, glaube ich, in Schwarz drin, also finde ich auch schön, dieses Rosé. Ist in Ordnung. Dann haben wir von Bubble Tea den Coconut Lip Balm mit Shea Butter und Jojobaöl. So sieht das einmal aus. Und das ist auch so ein Produkt, was einfach in einem Kalender drin ist und eigentlich immer drin ist. Ich werde hier, finde ich, auch gleich eine Handcreme, da bin ich mir sehr, sehr sicher, das sind so die Standardprodukte. Ich brauche es persönlich nicht. Ich bin auch nicht der größte Kokosfan. Ist okay, aber muss ich nicht haben. Joa, aber brauche ich nicht. Ich habe so viele Lippenpflegen, die muss ich erstmal aufbrauchen. Auch das werde ich weitergeben. Und weil wir gerade davon gesprochen haben, die Handcreme, die natürlich nicht fehlen darf. Und da gilt das Gleiche. Ich brauche keine millionenfachen Handcremes. Ich habe so, so viele aus sämtlichen Beautyboxen oder. Und ich benutze es einfach viel zu selten. Meistens brauche ich sie dann auf, indem ich es an den Füßen benutze, weil meine Füße creme ich mehr an als meine Hände. Genau, und da haben wir von Hansan Granatapfel-Handcreme mit Q10 für strapazierte Hände. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist bestimmt ganz nett, riecht bestimmt auch ganz gut, aber ich brauche es nicht. Oh, süß. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben hier eine Zahnpasta, eine kleine, zum Verreisen vielleicht ganz nett, von Marvis Classic Strong Mint. Genau, Zahnpasta, ja, mehr kann man dazu, glaube ich, jetzt nicht so wirklich sagen. Da steht nicht wirklich sonst was drauf. Einfach so eine kleine Zahnpasta. Warum nicht? Kann jeder gebrauchen, finde ich in Ordnung zum Testen. Finde ich gut. Dann haben wir hier Hypoallergenic Nude Eyeshadow Palette drin. Die sieht einmal so aus. Sind absolut nicht meine Farben, muss ich sagen. Also ist sehr kühl und ist absolut nicht meins. Es ist mir wirklich zu langweilig. Die Marke interessiert mich persönlich auch nicht. Finde ich trotzdem nicht schlecht für Leute, die nicht viel haben und sich das kaufen, um einfach auch so eine Bandbreite an Produkten zu testen. Finde ich das nicht schlecht, aber nicht für Leute wie mich, die Riesenpaletten besitzen, die super viele Paletten besitzen. Ich glaube, da braucht man das nicht. Aber ich werde mir mal das damit eine Freude machen. Ich finde es trotzdem gut hier drin. Jetzt kommt was für mich. Und zwar von Dresdner Essenz Sprudelbad mit Glitzer Wintermärchen. Ich liebe es zu baden. Ich habe leider noch keine eigene. Ich muss hier irgendwann oben das Bad renovieren. Das ist noch Baustelle. Und dann kommt da eine Badewanne rein. Und dann freue ich mich. Ich werde so oft baden. Jetzt aktuell fahre ich immer zu meiner Mama hin. Auch morgen wieder. Und dann bade ich da, weil ich liebe es einfach. Ich gucke gerade mal, ob das nach irgendwas so riechen soll. Steht jetzt nicht drauf. Ich rieche auch gerade, glaube ich, nichts durch. Aber werde ich sehr, sehr gerne benutzen. Ich finde auch, das sieht irgendwie süß aus. Also wirklich weihnachtlich, finde ich cool. Freue ich mich drüber. Ich hebe mir so ein bisschen die großen Produkte bis zum Schluss auf, weil ich hoffe, ich sehe so ein paar Sachen, die könnten ganz cool sein. Gucken wir uns mal gleich genauer an. Als nächstes habe ich von Foamy feste Gesichtsreinigung für normale bis Mischhaut mit Aktivkohle. Das Ganze sieht so aus. Finde ich interessant, aber wenn ihr mich verfolgt, wisst ihr, ich mag keine festen Produkte. Das dauert mir zu lange, um es auszubrauchen. Ich weiß, es ist nachhaltiger, ja, aber ich liebe einfach mein Duschgel. Ich liebe meine Shampoos, ich liebe meine Gesichtsreinigungsprodukte und ich habe auch einfach viel durch die ganzen Boxen und Sonstiges. Und da brauche ich nicht das, woran ich ewig hänge. Für Leute, die nicht viel haben, die das jetzt haben und denken, ich so, oh cool, muss ich mir erstmal nichts kaufen. Super, ich finde es auch vollkommen in Ordnung hier drin. Für mich nicht. So, jetzt kommen wir zu den, glaube ich, spannenderen Produkten. Was habe ich hier? Von Benecos die Natural Mascara Super Long Lashes in Carbon Black. Das
sieht so aus. Ja, eine Mascara finde ich in Ordnung. Die fühlt sich auch gut an. Also ich finde irgendwie, die ist schon ein bisschen schwerer in der Hand. Also ich finde irgendwie, dass die, weiß nicht, sich hochwertig anfühlt. Ich weiß nicht, wie gut Mascaras von Naturkosmetikfirmen sind. Ich weiß auch nicht, ob ich sie selber testen werde, ob ich sie weitergebe. Ich finde es aber gut, dass hier auch eine Mascara drin ist. Also finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Und es hat auf jeden Fall seine Berechtigung in diesem Kalender. Dann ist auch Nivea vertreten. Und zwar Micellenwasser beruhigend. Gesicht, Auge, Lippen, Aminosäurenkomplex und Dexpanthenol entfernt Make-up wirksam, reinigt mild, ohne Reiben, spendet Feuchtigkeit und einen beruhigenden Effekt. Das ist einmal das hier in so einer kleineren Größe und zum Testen oder auch zum Verreisen finde ich das super, super gut. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich lege das erstmal in meinen Schrank und wenn es dann dran ist, probiere ich das aus. Das interessiert mich dann doch. Ja, das finde ich gut. Ich muss auch sagen, dass, finde ich, bis jetzt ein sehr guter Mix drin ist. Also wir haben wirklich alle möglichen Produkte hier abgedeckt und das finde ich gut. Es ist jetzt auch nichts 10.000 Mal drin, wobei das eine waren jetzt zwei Gesichtsreinigungssachen. Ist okay, weil das eine ist mehr aus für mich und das andere, ja, sei dahingestellt. Aber ich glaube, es ist jetzt ein guter Mix. Und jetzt habe ich hier von Lee Stafford London Heat Protection Shine Mist. Das finde ich sehr cool. Protect Enhances Shine mit grünem Tee-Extrakt und Pro-Vitamin B5, 50 Milliliter. Also ein Hitzeschutzspray und das finde ich sehr cool, kann ich sehr gut gebrauchen. Das sind, ja, 50 Milliliter habe ich gerade schon gesagt, oh mein Gott. Ja, total süß, in klein und pink. Finde ich gut, kann ich immer gebrauchen, weil ich meine Haare glätte. Also ich habe sie jetzt nicht super dolle geglättet. Ihr seht, das ist hier noch ein bisschen volumig. Aber ansonsten werden die so richtig kraus, wenn ich sie bürste oder halt am Anfang lockig. Genau, deswegen gehe ich da oft mit Hitze dran und kann das natürlich immer gebrauchen, weil das verwende ich immer, damit die Haare ein bisschen weniger kaputt gehen. Ja. Dann haben wir hier Serum Lash and Brow. Hormonfrei Wimpern- und Augenserum. Die sind German Brand Award 24 Winner von Nicolay. Heißt das so? Gut, ein Wimpernserum. Finde ich interessant. Das wird wahrscheinlich auch einen guten Preis haben, denke ich. Kann ich mir vorstellen, dass ich das selber mal teste. Warum nicht? Ich habe nicht die längsten Wimpern und von daher mal ausprobieren. So, dann bleiben wir direkt mal bei Wimpern. Und zwar habe ich hier von Girl Gut Lashes die Lucky Charms. So sieht das Ganze aus. Sind verschiedene Längen, soweit ich... Ja, von 10 mm bis 14 sind da verschiedene Längen drauf und da steht, enthält selbstklebende Wimpern-Extensions für die Anbringung unter den eigenen Wimpern. 1 bis 2 Tage Halt. Ich benutze ja, wenn ich das mache, ab und zu mal die von Eyelashes. Dafür habe ich auch immer einen Code unten drin. Könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Werde ich auch vielleicht auch mal ein Video zu machen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Die sollen oder halten auch noch länger. Das habe ich schon selber getestet und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist, denke ich, was Ähnliches, was halt nicht ganz so lange hält. Vielleicht kann ich das auch mal vergleichen oder so. Mal schauen. Und hier sollen sie ja wirklich einfach schon selber kleben, oder? Ja, ich glaube, da ist kein eigener Kleber dran. Interessant, weil bei den anderen, die ich habe, die von Eyelashes, da muss man noch mit so einem Kleber da dran gehen. Aber es hält auch noch mal länger. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich freue mich darüber sehr. Ja. Und natürlich haben wir hier auch was von Detox. Und zwar Peptide Booster, glättet und strafft die Haut, reduziert Faltentiefe und Fältchen, regt Kollagenproduktion an mit 7 Peptiden, wirkt straffend, nicht entgiftend. Wirkt straffend, nicht entgiftend, Leute, ich bin gerade irgendwie verwirrt, was man das jetzt sagen soll. Nicht entgiftend? Ja, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, entweder stehe ich gerade so übelst am Schlauch und jeder weiß, was damit gemeint ist, aber ich gerade nicht, ist auch scheißegal. Dann habe ich hier als nächstes Latex Lip Gloss. Das ist ja interessant. Da hinten steht alles auf. Ich weiß nicht, welche Sprache drauf. I don't know. Nummer 1, Rose Nude. So sieht das Ganze aus. Ich habe noch nie etwas von dieser Marke gehört. Ich halte es gerade falsch rum. Sagt mir gar nichts. Da bin ich jetzt gespannt. Wollen wir das einmal kurz testen? Ich glaube, ja. Ihr hattet mich auch mal darauf hingewiesen unter eurem Video, dass ihr es gerne manche Sachen eher
in Anwendung sehen wollt. Und die Sachen, die ich behalte, und das hier behalte ich, kann ich natürlich zeigen. Andere Sachen bei der Lidschattenpalette vorhin, die möchte ich halt natürlich nicht anbrechen, weil dann ist es... Ja, dann ist sie schon benutzt und es ist dann halt blöd, dann kann ich es nicht so weitergeben, wie ich es gerne möchte. Das macht dann keinen Sinn, aber den hier probiere ich aus, hat einfach so einen ganz normalen Applikator. Und mal schauen. Riecht. Riecht schon stark parfümiert, finde ich. So. Ist gerade nicht mein Liebster von der Farbe her. Fühlt sich gut an, klebt auch nicht. Zieht keine Fäden. Ich weiß nicht, könnt ihr mir sagen. Ich finde, er wirkt so ein bisschen, vielleicht auch jetzt nur im Unterschied zu dem, den ich eben hatte, weil der hat mir so richtig Farbe ins Gesicht gebracht. Er wirkt so ein bisschen sehr, ich habe das Gefühl, ich sehe ein bisschen sehr blass jetzt dadurch aus, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht bildet es mir auch nur ein, jetzt im Gegensatz halt. Aber an sich finde ich den nicht schlecht, mit dem passenden Look. Noch, ist in Ordnung. Werde ich weiterhin testen, aber die Marke sagt mir gar nichts. Kennt ihr die? Wir haben einfach nur noch 4 Produkte hier drin, soweit ich sehe. Endspurt, Leute. Ich nehme mir mal dieses Produkt hier raus und das ist von Darf. Intensivpflege und Öl. Arganöl, sofort Lotion, zarte Haut. Eine Duschcreme. Achso, ich dachte, es wäre eine Bodylotion und wollte schon sagen, wir hatten doch schon eine Bodylotion. Aber Duschgel finde ich mega und von Darf sowieso. Ich mag die sehr, sehr gerne. Finde ich super. Die sind immer schön pflegend. Das mag ich gerne. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Und dann noch jetzt ein ähnliches Produkt tatsächlich. Aber es ist nochmal eine andere Variante. Und das sind, ich würde sagen, Duschgel ist ja nun mal auch ein Produkt, das benutzt so gut wie jeder, würde ich mal behaupten. Und das braucht man halt auch auf, ne? Also das ist halt nichts, was verschwendet wird. Deswegen finde ich es okay, wenn davon zweites drin ist. Und zwar von Max. Und die sind ja, meine ich, recht neu. Inspired Warmth. Ich glaube, die Schrift ist da so, dass man es kaum lesen kann. Shower Foam. Also ein Duschschaum, was ich natürlich super cool finde. Das Ganze sieht so aus. Und die sind halt wirklich neu. Ich glaube, da gibt es 2 oder 3 Sorten. Ja, steht da auch drauf, wonach das riechen soll. Natürlich finde ich jetzt nicht, wonach es riechen soll. Keine Ahnung, Leute. Vielleicht sehe ich es auch wirklich einfach nicht, aber I don't know. Aber ein Duschschaum finde ich wieder super, super toll, weil ich liebe ja alles, was mit Duschgel und Duschschaum zu tun hat, finde ich super. Deswegen, cooles Produkt. Jetzt haben wir hier noch 2 Produkte, die auch in eine ähnliche Richtung gehen vom Produkt selbst. Aber wo ich sagen würde, dass das für mich die 24 hier drin wären. Also eins davon dann halt nur. Fange ich mal mit diesem an, was mich persönlich mehr interessiert. Weil mir letztens eine liebe Zuschauerin geschrieben hat, als ich so geschwärmt habe von diesem Tesori-Duft. Also von dem Badezusatz. Genau, der hat so toll gerochen. Und dann meinte sie, dass es davon ein Parfum gibt oder so ein Bodyspray oder whatever. Und das wusste ich einfach nicht. Also das wusste ich halt wirklich nicht, habe ich noch nie gesehen. Und da dachte ich, so interessant. Und jetzt haben wir hier eins. Nicht die Richtung, die ich da benannt hatte. Aber vielleicht riecht das ja auch mega. Und zwar, genau, von Tesori Persian Dream, aromatisches Parfum, Granatapfel und Rooibos-Tee. So sieht das Ganze aus. Sieht von der Verpackung erstmal richtig cool aus, oder? Also ich finde das richtig, richtig schön. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt mal dran schnuppern, auch wenn ihr wisst, ich rieche nicht so gut, ich kann das nicht so gut, aber das sind 100 Milliliter. Und ich bin gespannt. Ich krieg's nicht auf. Leute. So. Ich sprühe mir das mal einmal hier auf. Und bin sehr... Boah, ich rieche schon. Das riecht gut. Leute, wenn mich das jetzt fasziniert, dann muss ich mir das andere oder auch wenn es noch mehr gibt, wahrscheinlich kaufen, weil das finde ich super. Das riecht wirklich gut. Das riecht wirklich so. Es steht halt immer so drauf, wie es auch wirklich riecht. Ne? Also es macht Sinn, ne? Aber ich meine, es riecht wirklich danach. Es riecht wirklich so persisch, also so stelle ich es mir vor. So orientalisch und Granatapfel kann man kann was Fruchtiges riechen. Boah, das riecht richtig gut, aber es hat wirklich für mich was Richtung Herbst, also die jetzige Jahreszeit, würde ich sagen. Ich glaube,
Im Sommer weiß ich nicht. Wenn dann abends. Ich finde, es ist doch ein bisschen auch ein schwererer Duft. Also sorry, wenn meine Duftbeschreibung für euch nicht passt, aber für mich riecht es so. Also ich finde ihn eher schwerer. Ich würde ihn jetzt nicht morgens auftragen, sondern eher so, wenn ich sage, okay, man geht jetzt vielleicht noch, hat ein Date, vielleicht geht man essen oder so. Da riecht das gut. Hm? Doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich super interessant. Und dann haben wir noch was von Bruno Banani, ein Parfum. Und zwar ist das mega cool, weil da steht auch drauf, dass es neu ist. Und das ist natürlich super. Intense and Long Lasting Magnetic Woman Eau de Parfum. 30 Milliliter. So sieht das gute Stück aus. Und das finde ich natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich suche mal einmal kurz raus, wonach das riechen soll für euch. So, ich habe jetzt endlich was gefunden. Und zwar steht hier, dass es ein Mix aus fruchtigen und blumigen sowie würzigen Akkorden sein soll. Unter anderem Zitrusdüfte und was steht hier noch? Jasmin, Kakao. Genau, das mehr steht da nicht drin. Doch, hier, Kaschmiran und Zeder. Ja, okay. Klingt wild irgendwie, eine wilde Mischung. Ich mach's mal auf, wenn ich es aufkriegen würde. So. Weil das werde ich auch behalten. Ich sprühe ich mal auf die andere Seite. Ich hoffe, ich rieche noch was, weil ich kann immer nicht so viel auf einmal riechen. So. Das ist für mich mehr ein Alltagsduft. Also für mich wäre dieser hier wirklich für abends und der hier geht immer. Also für mich riecht das so, als könnte man den immer tragen. Ich finde tatsächlich auch ein bisschen, dass der ein bisschen intensiver ist, würde ich behaupten. Deswegen eh schwerer, intensiver für abends. Und der riecht einfach so fröhlich. Also ein bisschen fröhlich. So diese Zitrus und blumig rieche ich auf jeden Fall schon ein bisschen. Aber ich finde, der ist relativ dezent. Also ich rieche nicht extrem, nicht so wie den anderen. Deswegen kann ich mir das wirklich gut vorstellen, vielleicht für auch für die Leute, die schnell Kopfschmerzen kriegen, dass der im Alltag ganz nett sein kann. Also ich werde den auf jeden Fall dann mal tragen. Erstmal stelle ich die beiden beiseite, weil ich habe noch so viele. Und ich will nicht alle gleichzeitig aufhaben. Gut, jetzt habe ich ihn auch schon gesprüht, aber ist ja egal. Der kommt in einen verschlossenen Schrank, dass er schön dunkel auch steht. Ja. Der riecht auch gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Ja, das war's. Das war der Kalender. Ich werde euch gleich nochmal ein Bild jetzt vielleicht kurz einblenden, dass ihr nochmal gerade das Komplette seht, was hier alles drin war. Ich bin begeistert und das ist das Geld auf jeden Fall wert. Also auf jeden Fall. Es sind ganz, ganz tolle Produkte und es zeigt so schön die Vielfalt von Rossmann halt einfach. Es sind wirklich die verschiedensten Marken drin zum Testen, die man teilweise auch noch nicht kennt. Also ich zum Beispiel nicht. Und es ist ein guter Mix drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Beispiel hätten wir jetzt aber allerdings noch so eine Gesichtspflegecreme. Hätte ich jetzt noch cool gefunden. Aber ist nicht schlimm. Ich finde den Mix wirklich, wirklich sehr gut. Und ich glaube auch, dass jeder mit diesen Produkten was anfangen kann, so ziemlich, oder? Und selbst wenn nicht, ihr könnt es super gut weitergeben, wenn ihr zum Beispiel so eine kleine Tüte für eure Freundin zu Weihnachten packt oder ihr das halt wirklich nutzt als DIY-Adventskalender und packt zum Beispiel ein paar Sachen raus, vielleicht für euch, die ihr unbedingt testen wollt und packt dann noch ein paar andere Sachen für eure beste Freundin oder whatever da rein. Vielleicht ein paar Süßigkeiten noch dazu. Ist auf jeden Fall cool und toller Kalender, den werde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder kaufen. Kann ich nicht anders sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir wieder eure Meinung schreibt, weil ich das immer sehr interessant finde, wer welche Kalender mag oder wie ihr das seht, weil jeder hat eine andere Meinung. Vielleicht sagt ihr ja auch, der ist kompletter Müll. Kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht sagt ihr das. Ja, lasst gerne dem Video einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr die Videos mögt. Und ja, dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben!